Sie hätten gerne eine bessere Kontrolle und Übersicht über die getätigten Bestellungen Ihrer Mitarbeiter, welche über den Online-Shop bestellen? Mit unserem Kostenstellenmanagement ist dies kein Problem. Gehen Sie hierzu über die Funktion Mein Konto. Nun wählen Sie auf der linken Navigationsleiste unter Kundeneinstellungen Kostenträger aus. In dieser Einstellung können Sie nun einen neuen Kostenträger anlegen. Geben Sie hierzu den Namen und die Bezeichnung ein. Über die Funktion Überblick haben Sie nun eine Auswahl über alle Kostenstellen, die bereits angelegt worden sind. Um einen weiteren Benutzer in der Kostenstelle zuzuweisen, wählen Sie hierfür Benutzerverwaltung. Dann Benutzer verwalten. Wählen Sie nun den Benutzer aus, auf den eine Kostenstelle laufen soll. Gehen Sie hierzu auf Aktion Wählen, Kostenträger. Nun haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Kostenstelle einzustellen. Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der Benutzername, der angemeldet wurde, als Kostenstelle hinterlegt werden soll. An dieser Stelle können Sie steuern, ob Sie Ihren Bestellungen einen Kostenträger zuweisen möchten. An dieser Stelle können Sie steuern, ob Sie den einzelnen Positionen in Ihren Bestellungen einen Kostenträger zuweisen möchten. Im Beispiel möchten wir, dass auf jeder Bestellung und jeder Position Max Mustermann als Kostenträger hinterlegt wird. Hierzu wählen wir Benutzer als Kostenstelle und wählen Kostenträger auf Positionsebene. Klicken wir auf Speichern. Nun wurden die Kostenträger für den Benutzer Max Mustermann zugeordnet. Wenn nun Max Mustermann im Warenkorb über die Schnellfunktion einen Artikel hinzufügt, erscheint auf Positionsebene, wie vorhin eingestellt, der Kostenträger. Somit haben Sie für jede Bestellung die perfekte Überwachung und Kontrolle über den Besteller.